Er ist unter. Einer erfolglos. Ich muss von Thailand nach Malaysia kommen. Ich treffe auf den Kerl, der mein Geld gestohlen hat. Ich radle immer noch hier entlang, weil ich aufgehört habe zu filmen. Er hat weitergemacht. Er ist wahrscheinlich ziemlich besorgt. Oh Mann. Es ist also ungefähr 6 Uhr morgens am 14. Juni. Irgendwo in dieser Gegend. Ich bin auf dem Deck von Margarita und hier habe ich geschlafen. Es ist ganz nett, nicht so toll, wenn es regnet, denn ich habe keinen Regenschutz. Ich habe die einzige flache Stelle gefunden, wo ich eine Isomatte hinlegen kann. Zum Glück habe ich einen Schutz vor den Moskitos. Ich habe mir dieses Moskitonetz gekauft und die Temperatur ist ziemlich angenehm. Ich habe ein dünnes Laken und das ist alles, was ich brauche. Ich wache mit dem Sonnenaufgang auf, was auch sehr schön ist. Ich bin buchstäblich in der Luft auf einer Werft. Im Moment werden wir von Mücken gestochen und es gibt diese Vögel, die wirklich laut sind, manchmal mitten in der Nacht. Die Moskitos machen mir gerade zu schaffen. Sie sind zu schade, ich muss eine kleine Runde laufen gehen. Es ist ein wirklich schönes, schön gestaltetes Boot. Du kannst dir die Tour in einem anderen Video ansehen. Ziemlich produktiver Tag heute. Wir wollten eigentlich malen, aber wir haben uns dagegen entschieden, weil es regnete und sehr windig war. Ich habe ein wenig an den Latten gefeilt, die verhindern, dass sich Leinen zwischen dem Rumpf oder dem Kiel und dem Ruder verfangen. Adam hat diesen neuen Baumbügel aus Segeltuch mit einem Seil genäht und die Innenseite sieht ziemlich gut aus. Ich mag es eigentlich, es scheint zuverlässiger zu sein als ein Stück Metall. Ich wollte damit sagen, dass es unwahrscheinlicher ist, dass es plötzlich reißt, du würdest das scheuern sehen. Ich habe noch ein paar andere Dinge gemacht, Sachen gefunden und das Boot durchsucht. Es war ein guter Tag. Ich denke, wir werden wahrscheinlich morgen streichen und dann das Boot 2 Tage später reinholen und dann hoffentlich ein paar Tage danach segeln. Ich mache einen Spaziergang durch den Mangrovensumpf. Schwarze Mangrove. Was ist da los, LeJoy? Es macht viel Spaß, im Wind zu arbeiten. Die Feier findet dort statt. Ich habe etwas mit der Post bekommen. Das neue Beiboot für das Boot, das Biest. Zeit, mit dem neuen U-Boot zum ersten Mal zu paddeln. Bis jetzt gefällt es mir definitiv nicht, wie es aussieht. Will eigentlich Board selbst ist okay, nur die Teilepumpe war wirklich billig. Paddel, nicht so toll. Gleich flussaufwärts von der Marina war ein Pfau am Ufer des Flusses, hier neben mir. Es gibt hier ziemlich viele Pfaue. Ich vermute, dass sie hier heimisch sind, aber meine Vermutung ist, dass sie zum Aussterben gebracht wurden. Denn sie sind wunderschön, aber man hat sie geschützt und gebracht. Das weiß ich nicht mit Sicherheit, aber ich vermute es. Oder sie wurden eingeführt. Zwischen all den Tüten und dem Müll auf dem Grund des Flusses liegt einer. Schön. Ich bin flussaufwärts von der Marina. Ungefähr einen Kilometer entfernt. 2 Fischerboote. Schöne Häuser. Einige Leute haben am Fluss Muscheln gesammelt und auch ein paar Boote sind vorbeigepaddelt. Im Moment fahren keine anderen Boote auf dem Fluss, zumindest nicht mit Motor oder Paddeln. Ich bin losgefahren und in Luv wird es ein gemütliches Paddeln. Zurück zur Marina, um mich aufzuwärmen. Ich gewöhne mich ans Paddeln, weil ich schon lange nicht mehr gepaddelt bin. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass du Peacock auf einem alten Telefonmast stehst. Da ist es, Peacock. Sieh dir diese Federn an. Und das. Das ist stachelig, das muss ich vermeiden. Es fängt die Plastiktüten auf. Seine Federn schimmern in der Brise, wunderschön.
Also ja, wir sind möglicherweise 3 oder 4 Tage vom Start entfernt. LeJoy ist ziemlich gestresst und ich verstehe, warum. Hi, little... Welten. Hi, guys. Hi. Schaut euch an. Okay, was wollt ihr essen? Was wollt ihr essen? Ich habe ein paar Caches. Magst du Caches? Ich hoffe wirklich, dass Cashewnüsse nicht giftig für Hunde sind. Nimm eine Nuss. Nimm eine Nuss. Okay, ich komme ein andermal mit Essen zurück, okay? An einem anderen Tag. In Ordnung, es ist Launch Day oder Splash Day. Wie LeJoy es gerne nennt. Er macht nur einen Last-Minute-Sand, um das Kupfer auf der Kupferfarbe freizulegen. Die frische Farbe, die er aufgetragen hat, um etwas von dem Kupfer freizulegen. Er fühlt sich etwas hektisch. Aber in letzter Minute hat er 45 Minuten, um das zu erledigen, bevor der Lift kommt. Also kam der Aufzug herein, als Adam immer noch das Boot schleift und seine Kamera dort oben auf dem Boot war, also ist er jetzt los, um es zu holen. Riesiger, kniffliger Zug. Ich muss ehrlich gesagt einen elektrischen Schleifer besorgen. Ich habe nach 45 Minuten ein Verlängerungskabel bekommen und kaum ein bisschen Kupferkot erledigt. Jedenfalls. Stress. Aber wunderbar. Die Margarita ist im Wasser. Adam ist nirgendwo zu sehen. Wo du bist, weiß ich nicht. Das Segelboot ist beim Einfahren nicht von den Seiten abgerissen. Aus irgendeinem Grund gibt es eine Verzögerung. Ich bin mir nicht sicher. Wo ist Adam? Weint Adams? Er hatte einen Herzinfarkt. Adam, bist du am Leben? Captain LeJoy? Kannst du mich hören? Okay, es sieht so aus, als ob Adam ohnmächtig ist. Der Stress, ein Boot ins Wasser zu bringen, ist zu viel für ihn und er ist ohnmächtig geworden. Und er ist nirgendwo zu finden. Aus irgendeinem Grund sehen sie sich den Rumpf des Bootes an. Vielleicht hat es einen Schlag abbekommen, ich weiß es nicht. Sieht aus, als säße sie gut, gleichmäßig, das sieht aus. Ich weiß nicht, das hört sich nicht so an. Ich habe gerade Captain LeJoy da drüben den Manager angerufen und gesagt haben, dass Wasser da ist. Ich will nicht wirklich darüber gehen, weil es so viele Motoren gibt. Ich werde nachsehen, was er sagt. Auf der Welle ist ein bisschen undicht, daher müssen wir die Mutter festziehen. Ja, die Füllung. Es ist wie eine Abdeckung und wenn Sie sie abnehmen, können wir die Mutter festziehen. Ja, die Stopfbuchse tropft ein bisschen. Ich musste schon mal eine nachziehen, aber diese sieht so aus, als wäre sie ganz leicht zu erreichen. Man sieht den kleinen Tropfen auf der Ruderwelle. Wir ziehen die Stopfbuchse fest, die weit unten ist. Sehen Sie das?
Das ist tief. Während Sie die Sicherungsmutter halten, drehen Sie die Spannmutter. Oh yeah, okay, I see that. Easy, easy, yeah. I think I got those fiberglass bags down there, right? Okay, Adios! Hands off, on! Wir haben uns zu viel Zeit genommen, um die Stopfbuchse zu reparieren, also schweben wir einfach im Schlamm. Du hast diesen Adam, du schaffst das, hol ihn da raus. Da haben wir's. Sie schwebt. Sie ist vom Lift befreit, der SV Margarita lebt. Und sie schnurrt wie ein Kätzchen. Aber was denkst du? Zumindest funktioniert das. Weißt du, das macht mich glücklich. Der Motor war also überhitzt, weil das Kühlwasser nicht mehr durch den Motor fließt. Wenn wir das ausziehen, haben wir vielleicht das Gefühl, dass das passiert ist. Es könnte funktionieren, weil das beigefügt ist. Herr LeJoy hier klebt die Farbe ab, die das Wasser aufsaugt, um den Motor zu kühlen. Mal sehen, ob das das Problem ist. Schwierig, damit umzugehen. Ich wünschte, ich könnte das sehen. Ich brauche einen Schraubenzieher. Adams hat Spaß am Umgang mit dem Motor. Ich bin froh, dass mein Boot keines haben wird. Ein großer Moment für Captain Adam LeJoy. Er wird sein Boot zum ersten Mal durch eine kleine Tour um die Marina fahren und es dann auf einen Slip ziehen. Wie fühlen Sie sich, Captain LeJoy? Ich konzentriere mich mehr auf das Filmen, als ich sollte. Was ist dein Plan? Konzentriere dich darauf, da draußen nichts zu krachen. Langsam und stetig. Ja, langsam und gleichmäßig. Und dann machst du einfach ein paar Runden und ziehst sie dann in den Slip. Zieh sie dort hinein. Okay, du wirst mich wahrscheinlich wieder reinkommen sehen und es schön langsam angehen. In Ordnung, ja. Ich weiß nicht, was ich tun soll, denn ich habe es getan, den Hafen verlassen. Willst du das tun? Ich denke, ich will rückwärts fahren. Ich schätze, ich kann hier abbiegen. Rückwärts scheint mir aus irgendeinem Grund immer einfacher zu sein. Ich werde angefeuert werden. Genau, das wollen wir sehen. Richtig. Schieb diesen Sauger ab. Sie werden nicht in der Lage sein, diese Wende zu machen. Ich bin nervös für dich. Die ganze Zeit schwitzen. Ich habe 12 Volt Lüfter. Aber wir können die Batterien nicht einmal aufladen. Du kein Ladegerät oder ähnliches hast. Das tun wir, aber wir müssen den Motor zum Laden laufen lassen. Oh no. Das ist also gerade der Bundesstaat SV Margarita. Es sieht so aus, als könnten wir nicht einmal nach Kuching oder Borneo segeln. Er ist gestresst, weil er befürchtet, keine Zeit zu haben und zu spät zur Schule zu kommen. Er ist ein Lehrer. Er denkt über das Autofahren nach und ich sage ihm, dass ich nicht mit ihm kommen werde, wenn er zum Motor geht. Ich glaube, ich komme einfach nicht nach Borneo. Im Moment warte ich einfach ab, was er mit diesem Motor macht. Ich glaube, er hat beschlossen, sich endlich Hilfe zu holen und ich warte immer noch auf die Zulassung, die morgen kommen soll. Wir könnten schon morgen oder übermorgen losfahren. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es ist möglich. Es hat geregnet. Es ist heiß. Er hat einen Hitzeausschlag. Er leidet an Hitzeausschlag. Er hat nicht geschlafen und versucht, im Boot zu schlafen, aber es war zu heiß und ungemütlich. Schau, was passieren wird. Und die Bereitstellung beginnt.
Wir haben gerade einen riesigen Laden bei Tesco gemacht. Ich habe gerade die erste Ladung Sachen in den Kühlschrank geholt. Wir haben tonnenweise Platz hier drinnen und haben kein Eis gekauft. Verrückt. Es ist nett und kühl. Das ist gut, denn es ist heiß und schwitzig. Wir haben gerade 10.000 Baht ausgegeben. Viel gutes Essen und alles ist in diesen Kisten hier oben. 4 1/2 Kisten mit Lebensmitteln. Ich mag das Geräusch dieses Motors wirklich nicht. Der Auspuff ist auch undicht. Nicht gut. Wir werden morgen die Segel setzen. Die Registrierung kam heute. Hier steht, dass wir nur 12 Meilen von Staat zu Staat segeln dürfen, aber wir werden versuchen, aus dem Land herauszukommen. Es ist 8 Uhr abends und wir haben gerade alles bekommen. Das ganze Essen und ein paar Küchenutensilien. Wir haben also eine Menge Sachen an Bord. Ich will nicht, dass er verrückt wird und den Motor benutzen will. Wie auch immer, das haben wir. Nicht viele Konserven. Es gab keinen Vorrat an Konserven. Ich habe etwas Dosensuppe bekommen. Kokosmilch, eine Rolle Brot, ein paar Oliven. Wir haben diese eine Tüte Chips. Bohnen, Erdnüsse, Pesto, einige Thunfischdosen. Etwas Makrele in einer Dose, Hafer, Müsli. Matus da unten. Hab ein paar Ananas. Kiwis, Zwiebeln, viele Nudeln, mehr Nudeln, WC-Reiniger. Sonnengetrocknete Banane. Oh, die sehen aus wie Kartoffelchips. Ja, wir haben Essen. Eier. Etwas Käse ist schon im Gefrierschrank, Butter und Säfte. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Wahrscheinlich mehr als das, was wir brauchen, was gut ist. Es gibt viele gute Gründe, die thailändische Sprache zu lieben, aber ich denke, mein Favorit ist, dass man, wenn man als man einen Satz höflicher oder iwas, was man sagt, höflicher erscheinen lassen will, am Ende einfach Mist hinzufügt. Okay.